Mit diesem Dosimeter, mit diesem Mikroskop messen wir das Radon. Das Radon ist ein Gas, ein natürliches, radioaktives Gas. Es ist geruchslos und farblos. Es stellt aber einen Risikofaktor für unsere Lungen dar, da es radioaktiv ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Konzentration des Radon kennen und deswegen müssen wir eben messen. Ziel dieser Initiative ist es, der Bevölkerung zu zeigen, was sie tun soll, falls Radon in der eigenen Wohnung vorkommt. Weiters ist es für uns wichtig, Umweltdaten zum Radon zu sammeln.